hier mit einer Frage. Was ist ein gutes Auto? Über Jahrzehnte hat uns die Automobilindustrie einen Traum verkauft. Und es war der Traum von Leistung, von Geschwindigkeit, von Beschleunigung. Im Zeitalter der Erderwärmung wird dieser Traum zum Albtraum. Wir müssen das Automobil neu erfinden, neu bestimmen, wovon wir träumen wollen. Der Verkehrs- und Klimaexperte bei Greenpeace sammelt grüne Werbung, die graue Schatten wirft. Ich habe jetzt gestern mal ein paar Zeit die Schriften durchgeschaut. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Es taucht sehr oft auf. Es ist die Farbe Grün, die ins Auge sticht. Kein Autohersteller ohne angeblich grüne Modelle. Moral verkauft sich gut. Öko kommt bei den frisch ergrünten Kunden an. Wenn man hier umschaut, es ist sehr viel Technik gekommen. Es sind sehr viele Fortschritte gemacht worden Richtung Effizienz. Was jetzt noch fehlt, ist, dass das Auto weniger schwer werden, dass man mit den Motoren einigermaßen runterkommt. Das ist jetzt ein Schritt, den die Automobilindustrie machen muss, was sie anscheinend nicht bereit ist zu machen, wenn man sich hier umschaut. Und darum ist es auch wichtig, dass wir hier sind und dass wir darauf aufmerksam machen. Glaubt man den Werbespots, würden Erdöl und Autoindustrie das Weltklima retten. Zukunft säen. Was heute wächst, ernten wir morgen. Greenpeace und die Initiative Zukunft säen haben eingeladen. Hunderte sind dem Ruf ans Zürcher Reckenholz gefolgt. Zusammen besäen sie einen Acker mit biologischem Saatgut für Nahrungsmittel ohne Gentechnik. Es braucht absolut keine Gentechnik für unsere Lebensmittel. Das ist hier heute mit diesem Feldbesäen, haben wir das ganz symbolisch schön können zeigen. Man weiss nicht, was für Wirkung das hat. Man sagt immer, ein Gen hat eine Wirkung, aber unterdessen muss jeder Genetiker, der up-to-date ist, muss sagen, das ist nicht so. Also das ist vor allem für mich ganz schlimm, dass es plötzlich ein riesiges Geschäft gibt, wenn die Sämereien irgendjemandem gehören, oder? Und man nicht mehr darf einfach aussäen von seinem eigenen Saatgut. Die Schweizer Bevölkerung will gesunde Lebensmittel auf ihrem Teller sehen. Pizza, Pasta und Brot aus natürlichem Weizen. Im Morgengrauen sind rund 30 Greenpeace-Aktivisten ins Gelände von der Ziba hineingespaziert und Greenpeace-Kletterer sind auf die drei Kamine hochgeklettert. Die Forderung auf dem Banner ist klar, Ziba und Syngenta müssen 400 Millionen respektive 200 Millionen Franken zahlen und in eine Stiftung überweisen zur Sanierung der Chemiemülldeponien in der Region Basel. Von dem her fordern wir von den CEOs, dass sie heute rauskommen und einen Einzahlungsschein entgegennehmen, wonach eben sie die Stiftungsgelder einzahlen können. 200'000 Menschen haben das Recht auf ein sauberes Trinkwasser. 10'000 von Leuten wollen, dass die Firmen endlich aufräumen. Dann ist es eine Gefahr für Sie oder für die Leute. Und das wollen Sie ja nicht verantworten, oder? Mit Sicherheit nicht.
Wir wollen mit dieser Aktion die Bevölkerung, die Regionale, darauf aufmerksam machen, dass sie es nicht einfach hinnehmen müssen, dass die Atomwirtschaft jetzt neue AKWs baut. Dass sie die völlig überrissenen Ausbaupläne der Stromindustrie nicht einfach hernehmen muss, sondern dass sie sich wehren kann. Alle Leute, die im Umfeld von 20 km wohnen, also nicht weiter weg als 20 km von einem der geplanten AKWs, können mittels Einsprache sich zur Wehr setzen. Greenpeace stellt sein ganzes langjähriges Know-how zur Verfügung und wird zusammen mit Rechtsanwälten und Fachpersonen die Einsprache gemeinsam einreichen. Der Regenwald im Kongo-Becken. 1,7 Millionen Quadratkilometer kostbares Tropenholz. Wirtschaftlich ein riesiges Potenzial für die verarmte Region. Aber es sind vor allem die großen, internationalen Holzverarbeitungsfirmen, denen hier fette Gewinne winken. Doch diese Gewinne versteuerten sie lieber in Steuerparadiesen, weit weg von Afrika. Diesen Vorwurf erhebt die Umweltorganisation Greenpeace. Als ein Beispiel unter vielen nennt sie den deutschen Holzverarbeiter Danzer mit Schweizer Sitz. Danzer arbeite mit schädlichen Steuertricks. Danzer hat die Rechnungen von Holzlieferungen aus den beiden Kongo-Staaten unterfakturiert. Das heißt, sie verkaufen das Holz unter dem Marktpreis an eine Tochterfirma in der Schweiz und geben im Kongo einen dementsprechend geringeren Gewinn an. Das heißt, Steuertricks auf Kosten des kongolesischen Volkes. In unzähligen Produkten findet sich Palmöl in verarbeiteter Form. In Fertigprodukten, Teigmischungen, Suppen, Soßen, Süßigkeiten, aber auch in Waschmittel oder Seife. Die Ölpalme wächst nur in tropischen Gegenden wie Indonesien oder Malaysia. Ein lokaler Lieferant von Unilever, Astra Agro Lestari, ist eine der Firmen, die in Indonesien den Regenwald von Tripa zerstören. Gerade in Südostasien, wo man spezielle Sumpfwälder hat, sind die Emissionen besonders massiv. Was verheerende Folgen für das Klima, aber auch für die Artenvielfalt und schlussendlich für die Menschen hat. Interessant ist auch zu wissen, Indonesien als verhältnismäßig kleines Land von der Fläche her ist auf dem dritten Platz von den Emittenten von CO2, also hinter den USA und China. Und das ist beruht auf der Entwaldung.